Wie findet ihr diese Entwicklung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Euer Cast Arena Team. Der Präsident des türkischen Fußballverbandes, Mehmet Büyük Ekşi, gab seine ersten offiziellen Kommentare zu den Vorfällen während des Spiels zwischen Trabzonspor und Fenerbahçe ab. Diese Äußerungen wurden während eines Iftar-Essens gemacht. Die TFF organisierte das Essen für die Vorstände und Verantwortlichen der Vereine aus der Trendyol Super League, der Trendyol 1. League sowie der TFF 2. und 3. Liga. Büyük Ekşi betonte zu Beginn seiner Rede die Bedeutung des Zusammenkommens in der heiligen Zeit des Ramadans und die bevorstehenden internationalen Begegnungen der türkischen Nationalmannschaft. Er bedankte sich bei allen Anwesenden für ihre Teilnahme und sprach dann über die bedauerlichen Ereignisse des vergangenen Wochenendes. Leider mussten wir Vorfälle erleben, die wir nicht sehen wollen. Ich wünsche beiden Clubs, dass sie solche Ereignisse schnell hinter sich lassen können. In dieser heiligen Zeit des Ramadan benötigt unser Land vor allem Freundschaft, Liebe und Brüderlichkeit. Wir müssen in allen Ligen, sowohl im professionellen als auch im Amateurbereich, vorsichtiger sein. Die Fans hängen an unseren Lippen und werden von unseren Worten geleitet. Daher sollten wir in unseren Äußerungen umsichtiger sein. Fußball soll schließlich Freundschaft und Brüderlichkeit fördern und Freude bereiten. Außerdem hob Büyük Ekşi hervor, wie wichtig es ist, besonders junge Menschen gegen Hooligans, Gewalt und Terrorismus zu sensibilisieren. Er betonte die Rolle, die jeder Einzelne in der Förderung von positiven Werten und der Ablehnung von Negativität spielen muss. Die Ereignisse, auf die sich Büyük Ekşi bezog, haben die Fußballgemeinschaft in der Türkei und darüber hinaus stark beschäftigt. Besonders diskutiert und kritisiert wurde der Angriff von Trabzonspor's Co-Trainer Egemen Korkmaz auf Fenerbahçe's İrfancan Eribayat. Die Kommentare von Büyük Ekşi sind ein Aufruf zur Besinnung und zur Wahrung der Werte, die im Sport und speziell im Fußball zentral sein sollten. Fairness, Respekt und Brüderlichkeit. Seine Worte erinnern daran, dass Fußball mehr als nur ein Spiel ist. Es ist eine Plattform für Einheit, Freude und den gemeinschaftlichen Geist. Gerade in herausfordernden Zeiten sollen es Menschen zusammenbringen. Die Ereignisse rund um das Spiel zwischen Trabzonspor und Fenerbahçe haben tiefgreifende Diskussionen innerhalb der Fußballgemeinschaft ausgelöst. Mehmet Büyük Ekşi's Ruf zur Besinnung und zum gemeinsamen Streben nach positiven Werten auf. Alle Beteiligten sollten motiviert werden, sich für einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang im Fußball und darüber hinaus einzusetzen. Wie findet ihr diese Entwicklung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und hinterlasst uns ein Like sowie ein Abo. Abonniere jetzt. Sei der Erste, der nichts mehr verpasst. Klicke auf den Abonnieren-Button und stelle die Benachrichtigungen an, damit du nie wieder eine Folge verpasst. Cast Arena, dein Podcast. Dein Spiel. Deine Arena.